verdienst du Millionen Münzen in Heyday. Hast du dich schon immer gefragt, warum so viele Leute so viel Geld haben in Heyday? Ungefähr 1 bis 3 Mal im Monat gibt es ein Zweifachgeld-Besucher-Event in Heyday. Bei diesem Event geben die Besucher, die bei euch zur Farm kommen, doppelt so viel Geld als normal und sogar mehr, als man im Shop sowieso dafür bekommt. Jetzt ist die Frage, was soll ich sammeln? Was ist am besten bei diesem Event? Es ist nicht nur wichtig, dass das die teuersten Produkte sind, sondern auch, dass ihr diese Produkte ganz, ganz oft in der Scheune oder im Silo habt. Ihr müsst die Sachen, die ihr verkaufen wollt, immer an erster oder an zweiter Stelle haben, denn die Sachen werden am häufigsten angefragt von den Besuchern. Es werden keine Schmelzofen oder Juwelierprodukte angefragt, also keine Diamantringe, Halsketten, Armbänder oder Barren etc., die braucht ihr nicht sammeln. So, folgendes ist meine Empfehlung. Ich gebe euch immer 2 Beispiele. Das erstgenannte bzw. das obere ist immer das Beste. Ab Level 9 schaltet man die Events frei und dann bekommt man schon Pfannkuchen. Vorher hat man schon Maisbrot, deswegen Level 9 Pfannkuchen, Maisbrot als Pflanze, Zuckerrohr. Level 10 Kekse und Pfannkuchen. Level 11 Speck und Eier und die ziehen sich durch. Das ist ein richtig gutes Produkt, was ihr richtig lange benutzen könnt, weil ihr findet es oft in der Zeitung und es ist sogar richtig teuer für das Level. Level 13 wird Zuckerrohr von Indigo abgelöst. Level 15 könnt ihr Äpfel und Kürbisse sammeln anstatt Indigo. Level 18 weiterhin Speck und Eier, aber da könnt ihr Speckkuchen noch dazu machen. Wenn ihr Level 19 erreicht, könnt ihr Speckkuchen wieder wegmachen. Dafür könnt ihr dann das Baumwollhemd eintauschen. Und in Level 19 schaltet ihr auch Himbeeren frei. Da könnt ihr dann Äpfel und Himbeeren machen, weil ihr braucht zum einen immer einen Baum und zum anderen einen Busch. Das ist nämlich immer am besten, weil dann könnt ihr nämlich Sägen und Äxte sammeln, weil ihr vom Weizenfarm oder von Events sowieso immer Äxte und Sägen bekommt. Das heißt dann, einen Baum zu nehmen und einen Busch ist da immer am besten. Level 21 könnt ihr Speck und Eier jetzt endlich mal nicht mehr sammeln und dann könnt ihr die Cowboy Chaps statt denen einsammeln, weiterhin mit Baumwollhemden. Level 22 schaltet man die Kirschen frei, da könnt ihr jetzt Kirschen und Himbeeren sammeln und weiterhin nebenbei Kürbisse. Level 23 schaltet man die Bärentorte frei. Ich würde euch immer noch Baumwollhemd empfehlen, aber Bärentorte ist halt teurer, aber dafür auch seltener. Level 24 das gleiche, da bekommt ihr Käsetorte, auch seltener als Bärentorte und viel seltener als Baumwollhemd. Deswegen, wenn ihr oft Käsetorte bekommt, könnt ihr das machen. Ansonsten könnt ihr auch easy Cowboy Chaps und weiterhin Baumwollhemden sammeln. Level 25 eine klare Ablösung, da Cowboy Chaps und violettes Kleid. Level 26 schaltet man Brombeeren frei, die werden jetzt die Himbeeren ablösen, deswegen da Kirschen und Brombeeren und daneben bei Kürbisse. Man könnte auch argumentieren für Chili, aber Chili ist halt viel seltener als Kürbisse. Level 30 schaltet man Tomaten frei, da ist das gleiche wie Chilis, auch seltener als Kürbisse. Falls ihr viele Tomaten habt, könnt ihr die natürlich sammeln. Level 33, mega Revolution, denn da bekommt man das Kirscheis. Und Kirscheis ist mega, mega gut für Geld. Level 34, die ultimative Ablöse für Kürbisse, da Kirschen, Brombeeren und nebenbei Erdbeeren. Und Erdbeeren ist die teuerste Pflanze, die man anbauen kann. Level 36 wird endlich Kirschen abgelöst von den Kakaobäumen. Deswegen da Kakaobohnen und Brombeeren. Level 42 könnte man Honigapfelkuchen einschieben, aber Honigapfelkuchen ist sehr, sehr selten. Aber ihr könntet da Kirscheis und Honigapfelkuchen machen, aber violettes Kleid ist einfacher. Des Weiteren schaltet man da auch Kaffeesträucher frei. Kaffeesträucher haben den Vorteil gegenüber Brombeeren, dass ihr dafür nur ein Feld braucht statt zwei. Deswegen könnt ihr da safe einfach Kaffeesträucher statt Brombeeren anbauen. Ihr braucht zwar doppelt so viele Äxte dafür, aber könnt dafür natürlich auch mehr anbauen. Level 46 Hummersuppen, das gleiche wie Honig-Apfelkuchen. Die beste Kombi wäre hier Hummersuppe, Honig-Apfelkuchen, aber beide sehr seltene Produkte. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr immerhin weiter noch mit Kirschers und violettes Kleid gehen. Level 51 wieder das gleiche mit Kissen. Kissen auch sehr selten. Wenn ihr hier alles bekommt, dann könnt ihr Kissen-Hummersuppe machen. Solltet ihr die einfache Variante nehmen, dann macht ihr trotzdem Kirscheis und violettes Kleid weiterhin. Level 57 schaltet man endlich die Oliven frei. Normalerweise ist der Kakaobaum einer der besten Bäume im Spiel. Allerdings, wenn man das einfach nur von der Zeit her vergleicht, einen Baum anpflanzen bis hin zum Umsägen, ist einfach der Kakaobaum 40 Stunden langsamer insgesamt. Und der Vorteil bei den Oliven ist halt noch, dass ihr den alle 24 Stunden ernten könnt. Also ihr könnt den immer zur gleichen Zeit ernten. Das ist ein riesen, riesen Vorteil. Die weiteren Bäume, die man jetzt noch freistellt, sind meistens so 24 Stunden, 2 Stunden, 24 Stunden, 4, 5, 6 Stunden. Deswegen ist der Olivenbaum klar im Vorteil, weil ihr den immer zur gleichen Zeit ernten könnt. Endlich Level 59 angekommen und hier haben wir die Decken. Die Decken mit Abstand das beste Produkt, um in ganz Heyday Geld zu machen. Also wenn ihr da seid, dann seid ihr einfach schon safe Millionär, ihr müsst nur noch Decken sammeln und die dann, wenn das Event ist, verkaufen. Und das könnt ihr auch bis Level 111 jetzt sammeln, denn ab da hat man noch die Erdnusskaramellen, die muss man noch nicht mal sammeln. Man kann immer noch weiter mit Decken gehen, weil die Decken halt einfach mega, mega gut sind. Erdnusskaramellen sind halt ein bisschen schwieriger, sind nicht so oft in der Zeitung, deswegen die könnt ihr so passiv nebenbei sammeln, aber Decken
ist einfach der Gewinner hier. Die letzte Änderung noch, Level 88, da empfehle ich euch dann, dass die ultimative Combo, also sollte jetzt Level 88 oder 111, ist die ultimative Combo Decken, Erdnusskaramellen, Bananen und Kaffeesträucher. Damit macht ihr am meisten Geld in ganz Heyday mit den vier Sachen und könnt damit richtig, richtig viele Millionen verdienen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne mal in die Kommentare. Es wird jetzt demnächst noch ein Baum-Busch-Video kommen. Ich habe ja schon älteres, aber mit den aktuellen Bäumen wird auch noch eins kommen. Ich habe viel durchgerechnet, gerade auch bei den Bäumen, welcher Baum am besten ist, und das ist meine Empfehlung. Also Guavenbaum ist schlechter als Bananenbaum. Womit verdient ihr immer Geld? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Lasst doch gerne ein Abo da, denkt an den Creator-Code, danke, wenn ihr das macht. Teilt das Video mal an alle, die es sehen wollen, weil es ist richtig wichtig, dass hier jeder Heyday-Spieler mal weiß, wie man richtig auf Geld spielt, damit halt keiner mehr Geldmangel hat. Danke fürs Zusehen, haut rein, ciao.